Hallo und herzlich willkommen, liebe Arzt und Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone mit mir, dem Lin. Und ja, letztes Episödchen, also quasi die Episode von gestern, habe ich hier ein Deck selber gebaut. Da war der Murloc Mesh Rekruten-Paladin ohne Ott. Und ja, ich möchte ja nicht spoilern, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Erste Runde war Lucky und dann war Katastrophe. Egal, ne? Es hat den Sinn erfüllt, denn ich habe die drei Dailies fertig gemacht und darauf kommt es an. Jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt mit euch? Ich habe so ein bisschen nochmal recherchiert, geguckt und so. Und dabei ist mir aufgefallen, dass momentan wieder der Token Druid. Also man muss ja ehrlich sagen, heute ist der 14.09.2018. 14.09.2018. Und der 14.09.2018 ist momentan, boah, ich kriege gerade sehr viele Kommentare auf YouTube. Das freut mich natürlich sehr, aber das spammt mich gerade so ein bisschen an. Deswegen, ich kann die jetzt gerade nicht beantworten. Ich bin im Video. Was wollte ich sagen? Ich habe kompletten Faden verloren. Genau, Token-Druide habe ich recherchiert. Ist momentan wieder so ein bisschen in aller Munde. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hier war der Doktor-Token. Ich glaube, so hieß der Typ, der das erstellt hat oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann nicht sagen, ob dieses Token-Druiden-Deck hier so Meta ist momentan. Aber der Token-Druide allgemein ist momentan wieder sehr im Kommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, wir gucken uns den einfach mal an. Dr. Token Meta. Ich glaube, das wird die erste Season seit längerem schon, wo ich es wahrscheinlich nicht auf Rang 5 schaffe, was sehr ärgerlich wäre. Muss ich noch mal ein bisschen Gas geben. Wir haben ja schon den 14. Bandschrott. Ich muss die Wildnis schützen. Okay. Oh, die zwei behalte ich mal. Weiß nicht, ob das so geil war. Vielleicht hätte ich auch die. Aber nix. Ach, die sollte man noch gar nicht auf der Hand behalten wegen Eichenranken, ne? Fällt mir gerade ein. Ja, Miss Play, ne? Mr. und Mrs. Play, aber ist egal. Ja, den kleinen Dude lassen wir mal liegen für Seuchenherd später. Ein Damage finde ich jetzt nicht so bedrohlich momentan. Okay. Token Druid. Machen wir Coin Dit hier oder was? Ditte? Aufgepasst. Aufgepasst. Meucheln. Okay. Aufgepasst. Aufgepasst. Kollege hier. Lingface. Schon wieder meucheln und krass, er hat aber auch alles parat, ne? Alles parat, was man so braucht. Ungeil. Sehr ungeil. Wofür jede Karte auf der Hand einen Irrwitch herbei? Witch.
Oder machen wir hier Prankenhieb? Jedes Mal, wenn in diesem Zug ein Diener stirbt, erhaltet ihr einen Mana-Kristall nur für diesen Zug. Mache ich in dem Fall mal so, wobei man das natürlich auch cool verwenden kann mit plus einen Angriff für die ganzen 1-1er Dudes, aber. Ich glaube, jetzt mache ich mal die Spots, oder? Na, wobei. Ja, sowas war ja klar, ne? Wow. Er drückt mir hart. Gibt's doch nicht! Wow. Das ist auf jeden Fall ziemlich anti hier gerade. Ich kann nichts tun. Wow. Was soll ich sagen? Naja, noch ist ja nicht vorbei, aber dass er zweimal hintereinander den gespielt hat, das war eine Katastrophe für mich. Dolchfische. Boah. Savage War. Damit töte ich zwei. Es sind zwei Mana-Kristalle. Dann Hero Power auf den. Mit drei Damage. Sind drei. Ja, machen wir mal so. Gefällt mir trotzdem nicht. Ich glaube, das wird los. Haus hoch, los. Misplayed. Ja, die erste Runde jetzt, ne? Ich muss mich erstmal mal wieder mit dem Deck zurechtfinden. Und er hat mich ziemlich gereckt hier mit seinem Gedöne. Aber ich merke schon, das hätte ich deutlich besser machen können. Prankenhieb. Plus Hero Power, ein bisschen. Zieht drei Karten. Das ist natürlich jetzt geil. Ah, süße Essenz.
Weiter Rüstung. Erstmal. Sprinten. Okay. Kopfnuss. Wow. Zum Glück habe ich noch einen Prankenhieb. Hab den noch nicht gespielt. Wobei, das wäre natürlich auch mega. Komm, Comeback is real jetzt. Comeback time. Was soll ich bloß tun? Nein. Nein, ist nicht wahr. Aber es reicht nicht. Es reicht trotzdem nicht, oder? Trollt nur rum. Das kann nicht reichen. Nee. Ja, jetzt hätte ich nämlich wildes Brüllen gemacht. Nice. Ich muss ganz ehrlich sagen, Win ist Win, Leute. Ne? Win ist Win. Wenn man gewinnt, interessiert keinen mehr, ob man irgendwie ein Missplay gemacht hat. Aber gut gespielt war da trotzdem nicht von mir. Da war mehr Glück als Verstand in der Runde. Malfurio gegen Gul'dan. Allergie. Eure Seele wird mir gehören. Ich muss die Wildnis schützen. Deswegen, das war nicht gut, aber na, ich sag mal so. Ja, ich behalte mal so. Ich weiß nicht. Sehr gut. Weil wenn das ein Zulok ist, dann habe ich hier ein paar Optionen. Das ist schon mal sehr gut. Und das ist auch cool, wenn ich die Witche hier rufen kann, dann ist vorbei. Ne? Gut gespielt. Gut gespielt. Ich grüße euch. Grüße. Ah, Zulok. Nahendes Licht. Tja, wer hätte das gedacht? Ich hätte ja fast gesagt, ich bin überrascht, aber... Naja, wirklich überrascht sind wir nicht, ne? Ja, ich bin ganz zuversichtlich. Also wir haben das hier im Pedo, wir haben den hier im Pedo, wir haben das hier im Pedo mit dem hier... Und hast du nicht gesehen? Also wir haben schon ein bisschen was, was wir machen können. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Ich das jetzt schon spielen könnte, ne? Aber reicht nicht. Coin der würde, glaube ich, noch am meisten Sinn machen, ne? Ah, die kriegen alle einen Damage. 3-1, 3-1. Und dann kann ich hier mit Prankenhieb noch effektiver arbeiten. War so mein Gedanke. Ah, die kriegen jetzt alle einen rein. Die kriegen jetzt alle schön einen rein. Vor allem die beiden 3-2er kriegen einen rein. Und das ist sehr gut für meinen Prankenhieb, weil dann ist der tot, der tot, der tot. Und wahrscheinlich der Tod, wenn ich auf den Prankenhieb drauf mache. Sehr nice. Wobei, der 3-2er wird wahrscheinlich nicht mal als gedamaged. Er könnte das ganze Board clearen, aber das macht er, glaube ich, nicht.
Er wird wahrscheinlich mit dem aufploppen und dann mit dem wegmachen und mit dem Face gehen. Da muss ich meinen Prankenhieb auf den machen. Ein bisschen blöder, aber geht auch. Ja, Junge, mit welchem nimmst du ihn weg? Ah, also doch. Oh, wow. Spektakulär. Wow. Naja, wisst ihr, welche Karte jetzt richtig cool gegen den ist? Gut gespielt. Ja, geil. Ist das geil oder was? Win-win, think about wins. Na ja, komm, man soll den Tag nicht vor den Abend loben, ne? Oh. Ach, komm, spiel noch ein. Ja, was machen wir denn im nächsten Zug? Mal gucken, ob er überhaupt tradet. Wildes Brüllen. Ich frage mich, ob... Jetzt haben wir viele Optionen, ne? Ich könnte entweder mit den Fünfen reinrennen und dann das spielen. Oder ich mache hier wildes Brüllen mit Bäume. Plus zwei. Tak, tak, tot. Tot, tot, tot. Ja. 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 Gut gespielt. Wie gesagt, ich hätte die auch da reinfeeden können und dann eine Spotwave machen können. Wär vielleicht sinnvoller gewesen, aber dann hätte er noch drei da liegen gehabt. So ist das Board gecleared, ist glaube ich schon sinnvoller, ne? Ich könnte jetzt hier einen Spot machen und den dann for free spielen, aber ich glaube Rüstung ist hier sinnvoller. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Zwei feed ich da rein, damit er nicht noch irgendwelche Sachen macht. So. Der Prinz Güt. Wow. Warte mal, was mache ich denn jetzt? Mit den dreien da rein und dann die Spotwave machen, oder? Essen.
Genau. Dann den for free und mit Hero Power den einen weggeholt. So. Allergie. So viele Möglichkeiten. Ja, das müsste doch auch ein Win werden, oder nicht? Ducken. Zeit zum Spielen. Im Namen des Lichts. Oh, wow. Das ist jetzt doch noch mal knapp für mich. Das wäre ja blöd. Wie hat er das denn hingekriegt so? Naja. Bereit zu lernen. Er wird mich nicht töten können. Denke ich nicht. Ich habe 9 Rüstung, 8 Leben. Er kann mir höchstens 7 machen. Er hat ja auch keine Karten auf Hand. Gut, er kann auch mal tappen. Ich glaube, ich hätte früher Face gehen müssen. Ne? Auch die Runde ist nicht so optimal für mich gelaufen. Wie die Runde davor. Win ist Win, aber wieder nicht so rund gespielt, glaube ich. Ich hätte die Spotwave mir doch nochmal aufheben sollen, die zweite gegen den. Aber da war ich mir zu siegessicher. One life. Wah, 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 wah.
gesagt. Nice. Ah, ist das schön. So, eine Runde machen wir noch. Ja, das Deck läuft rund, ihr seht das schon. Nur, ich habe nicht so gut gespielt in zwei Matches. Passiert. Warum geht denn nicht los hier? Okay. Ja, ich höre ja schon auf zu spielen.